willkommen zu dieser Videoandacht am Sonntag mit dem Namen Estumihi. Estumihi, das heißt, sei mir, und diese Worte sind entlehnt aus dem 31. Psalm. Da heißt es nämlich, Gott, sei mir ein starker Fels. Herr, auf dich traue ich, heißt es im 31. Psalm, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und immer da und alle Zeit bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, deine Liebe zu uns ist so groß, dass du dich ganz klein gemacht hast. Du bist in unsere Welt gekommen, bist wahrer Mensch geworden und hast bis in den Tod hinein alles Menschliche mit uns geteilt. Wir bitten dich, öffne unsere Augen und lass uns das Geheimnis deiner Hingabe und Liebe erkennen, damit wir dir in eben dieser Liebe dienen und folgen können. Du bist unsere Hoffnung, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Irgendwie tun sie mir schon ein bisschen leid, die Jecken und die Karnevalsfreunde. Ausgelassenes Feiern unter diesen momentanen Umständen und Bedingungen unmöglich und nicht denkbar. Umso bewundernswerter finde ich es, dass sie sich trotz allem nicht unterkriegen lassen. Wer in diesen Tagen Fernsehen geschaut hat, der wird bemerkt haben, dass Karneval irgendwie doch stattfindet.
Die Karnevalisten ziehen ihr Programm durch, machen ihre Späße und halten Büttenreden. Selbstverständlich alles ohne Publikum und ohne Straßenumzüge. Aber immerhin bringen sie ein wenig Heiterkeit und gute Laune in unsere Wohnzimmer hinein. Und das tut gut in dieser Zeit. Aber in ein paar Tagen ist dann Aschermittwoch. Und am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Dann endet diese denkwürdige Karnevalszeit und mit ihrem Ende beginnt die Fastenzeit. Also zum Glück ist am Aschermittwoch dann doch nicht alles vorbei. Aber mit Blick auf die Fastenzeit frage ich mich, haben wir denn in den vergangenen Wochen und Monaten nicht schon genug gefastet? Wir haben doch wahrlich auf genug verzichtet, oder? Allem voran auf eine vernünftige Frisur. Und da sollen wir jetzt in der Fastenzeit womöglich auch noch auf Alkohol, Zigaretten und Schokolade verzichten? Also ich kann alle verstehen, die sagen, dass für sie die Fastenzeit in diesem Jahr ausfällt. Oder geht es in dieser Zeit vielleicht doch um mehr als nur um der Fastenzeit willen, auf etwas Liebgewonnenes zu verzichten? Was bedeutet es zu fasten und wozu ist es eigentlich gut? Diese Fragen haben die Menschen auch schon vor über 2500 Jahren beschäftigt. Im Buch des Propheten Jesaja im 58. Kapitel wird davon berichtet, wie Menschen zu Jesaja kommen und ihn fragen: Warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Da antwortete Jesaja: Was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen, nennst du das Fasten einen Tag, der dem Herrn gefällt? Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn und entzieh dich deinem Nächsten nicht. Dann bricht ein Licht hervor wie die Morgenröte. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Ich finde, das ist ein toller Text zum Nachdenken über und zur Vorbereitung auf die Fastenzeit. Jesaja macht den Menschen unmissverständlich klar: Wenn ihr fastet, ohne dass Gott dabei eine Rolle spielt, dann hat das alles keinen Wert. Die Fastenzeit dient dazu, sich einmal ganz bewusst auf Gott zu konzentrieren und sein Leben auf ihn hin auszurichten. Und deshalb sagt Jesaja: Ein Tag, an dem du fastest, soll ein Tag sein, der dem Herrn gefällt. Und dann beschreibt Jesaja, wie das gehen kann. Und überraschenderweise geht es ihm beim Fasten erst einmal gar nicht darum, auf etwas zu verzichten oder etwas zu lassen. Ganz im Gegenteil, es geht ihm darum, dass wir aktiv werden und dass wir etwas machen sollen, dass wir uns in Bewegung setzen sollen. Löst die Fesseln der Gefangenen, sagt er. Und ich denke da sofort an die politischen Gefangenen und
Journalisten, die eingesperrt werden, um sie mundtot zu machen. Dann sagt Jesaja, befreit die Misshandelten. Da denke ich besonders an die vielen Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und die gerade jetzt in diesem Lockdown-Stress Opfer von häuslicher Gewalt werden. Und dann sagt Jesaja, teilt mit denen, die nichts haben, und nehmt die Heimatlosen und die, die kein Zuhause haben, auf. Gebt denen Kleidung, die nackt sind. Und sofort sehe ich die Menschen in den Flüchtlingslagern vor meinen Augen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben und irgendwie zurechtkommen müssen. Ich weiß gar nicht, ob man das Leben nennen kann. Ohne warme Kleidung laufen sie barfuß in Sandalen durch den Schnee, und das alles auch in Europa. Die Worte von Jesaja, über 2500 Jahre sind sie alt und sprechen doch mitten hinein in unser Leben und in unsere Zeit heute. Es kommt mir so vor, als würde Jesaja uns meinen, dich und mich. Als würde er uns sagen wollen, wenn ihr euch heute Gedanken über die bevorstehende Passions- und Fastenzeit macht, dann denkt nicht nur darüber nach, was ihr lassen wollt. Macht dir bitte auch Gedanken darüber, was du tun kannst. Zum Beispiel für andere Menschen in deiner Gemeinde, in deinem Dorf oder in deiner Stadt. Was kannst du tun gegen Mobbing in deiner Schule? Was kannst du tun, um Gottes Schöpfung zu bewahren? Was kannst du tun, damit Gott sagen würde, das ist ein Tag, der mir gefällt? Darum geht es in der Fastenzeit. Und es geht darum, sich auf das zu besinnen, was einem guten Leben in Gottes Sinne dient. Für mich selbst, aber eben auch für andere. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Leute erbitten dies bestimmt für die Arbeit in unserer eigenen Gemeinde. Ihr könnt gerne etwas überweisen. Die Kontonummer, die findet ihr hier. Gott segne Geber und am Ende auch die Verwendung der Gaben. Amen. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Fürbitte zu halten. Gott, himmlischer Vater, du siehst uns mitten ins Herz und du weißt, was uns umtreibt. Du siehst, wie es zugeht hier auf dieser Welt, in unserer Gemeinde und in unserer Region. Du siehst, wie angespannt die Lage ist, immer noch in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen. Wir bitten dich für die Ärzte und für die Pflegekräfte. Schenke ihnen Kraft, dass sie ihre Aufgabe weiter gut tun können. Und schenke ihnen auch Freude an ihrem Dienst. Wir bitten dich für die Menschen, die in den Krankenhäusern liegen und in den Pflegeheimen wohnen, die gerade keinen Besuch empfangen können. Sei du bei ihnen und lass sie spüren, dass du mit ihnen bist. Wir bitten dich für die Menschen auf dieser Welt, die in Flüchtlingslagern leben, die keine warme Kleidung haben, nicht genug zu essen. Lass auch sie spüren, dass du da bist und schenke ihnen Kraft und Hoffnung. Gott, und wir bitten dich auch für die, die etwas tun und etwas verändern können an diesen Umständen in dieser Welt, hier mitten in Europa. Lass sie gute Entscheidungen treffen, die auf Nächstenliebe und auf Menschlichkeit beruhen. Wir bitten dich für die Menschen in unserer Gemeinde, die alleine sind, die einsam sind. Wir bitten dich für die, die trauern, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben. Sei du bei ihnen und lass sie spüren, dass sie nicht mit sich selbst und mit ihren Sorgen und mit ihrem Kummer alleine sind. All das, was uns bewegt, das legen wir vertrauensvoll in die Worte, die wir von Jesus Christus haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht mit dem Segen und dem Frieden Gottes in die neue Woche und in die Tage, die vor euch liegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.